Seid gegrüßt, liebe Minecraft-Freunde. Hier ist der Ferro und wir spielen heute eine Runde Survival Games auf dem commerd.net-Server. Ja, die Map, die kenne ich gar nicht, aber auf jeden Fall ist hier direkt mal so ein Pfosten vor uns. Ja, ist nicht so geil. Aber was soll's, ich laufe dennoch ganz spontan in die Mitte und greife hier nichts ab. Ja, da war wohl jemand schneller wie wir. Und zwar die Nadi. Ja, Nadi, du warst schneller wie ich, das soll so sein. Aber, nein, boah. Ich wage es. Okay. Schutzzeit war ja noch aktiv, deswegen haben wir keinen Fallschaden bekommen. So, jetzt müssen wir aufpassen. Denn schnell werden wir zu gejagten Frischfleisch. Wie es so gerne ist nach der Schutzzeit, ja, und wir haben nichts. Wir haben einfach mal nichts. Nein. Oh, nee. Ist auch noch in so einem Spinnennetz. So. Nee, hier ist auch nichts. Jo, schade. Auf jeden Fall ein bisschen über mich. Ja, ich bin 17. Gehe schon arbeiten und... Ja, hab Spaß an YouTube. Kann man so durchaus sagen. Und... Ja, ich werde jeden Tag... ein Video hochladen, wenn nicht zwei am Wochenende, das entscheide ich meist spontan, aber ich denke, am Wochenende, wenn ich viel Zeit habe, kommen zwei Videos auf jeden Fall. Und ja, jetzt starte ich hier erstmal mit Minecraft und ja, Hearthstone wird auch noch kommen, vielleicht kennt es die meisten von euch. So, oder eine Dia-Spitzhacke, das ist gar nicht so geil. Ja. Das war die erste Runde Survival Games und ich gehe jetzt einfach mal wieder in die Lobby. Denn wir haben hier so tolles Premium. Und ja, wenn ich es schaffe, ja, wird am Wochenende zwei Videos kommen. Minecraft als so Haupt, ja, Hauptspiel und Hearthstone so als Nebenspiel. Beziehungsweise beide spiele ich hauptsächlich, aber komm, Minecraft wird... durchaus mehr kommen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, ich denke, das wird so ja, ganz cool anlaufen. Ich lasse das Ganze so ruhiger angehen und ja, ich benutze hier das Wax Texture Pack mit so ein paar kleinen Modifikationen, und zwar die Schwerter sehen bei mir anders aus. Die habe ich mir von Hexit und Tagit Packs geklaut. Ja, und dann gucken wir mal, wie die Runde verläuft. Ich werde natürlich auch andere Sachen wie Survival Games spielen. Das steht ganz klar fest. So, gucken wir mal. Und wahrscheinlich nehme ich bald mit 60 FPS auf. Das heißt, jetzt nehme ich noch mit 30 FPS auf. Aber ich warte, bis meine neue Grafikkarte eingebaut ist und die wird morgen eingebaut. So, gleich mal eine Dia-Axt. Das ist sehr geil. So, die haue ich mir mal gleich hier rein. Das Einzige, was wir noch nicht so krass haben, ist Rüstung. Aber die klaue ich mir schon irgendwo. Ich bin da recht zuversichtlich. Denn zum einen ist hier gleich eine Kiste und da hoffe ich jetzt einfach mal auf was Eisenhaltiges. Ja gut, ist jetzt nicht direkt Eisen, aber was habe ich denn an? Goldhose. Nehme ich mal Kettenhose. Ich weiß nicht wieso, aber... ich nehme immer lieber gerne die Kettensachen, denn Gold, ja, das fliegt beim Anschauen so ein bisschen auseinander. Und das wollen wir nicht. Ja, was zum Essen wäre jetzt auch nicht schlecht. Ah, oh, da ist noch eine Kiste. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, okay, da würde ich nicht rein. So, ja, Lederrüstung ist jetzt nicht das Optimale, aber ja, ein bisschen Schuss bringt's doch. Und ja, ich starte jetzt hier einfach mal durch den Wald und das ist schon unser erstes Opfer. Dass wir so ein bisschen so kaputt hauen können, haben wir leider nicht erwischt, aber vielleicht erwischen wir den noch. So, jawohl. Jetzt haben wir hier drei werfbare Heiltränke und einen Kettenhelm. Ist schon mal richtig geil. So, ja, das war mir jetzt irgendwie klar, dass das passiert. Aber ich glaube, unsere Axt ist doch schon ganz schön sexy, muss man schon mal sagen. So, ab durch den Walde.
Ich weiß, hier hinten ist noch eine Kiste. Die, ja, da ist jetzt einer dran, aber ich denke nicht, dass der irgendein Problem hat mit mir. Ich weiß nicht, zur Zeit, ja, lauf du nur. Lauf du nur durch den Wald. So, den hätten wir auch. Ja, der Tünchen dabei gehabt. Brauche ich jetzt eigentlich das ganze Zeug hier oben nicht. Wäre nur Platzverschwendung. Und ja, ich weiß nicht, soll ich, ich glaube, ich verzauere mal meine Axt. Hätte ich eigentlich zu Anfang an schon machen können. Mann, bin ich doof. Ich hätte die zu Anfang an verzaubert, da wäre ich in der Schutzzeit noch safe gewesen. Aber ja, ich bin manchmal so ein bisschen dumm, denn ja, wie ihr seht, ich hätte die Axt schon von Anfang an verzaubern können. Aber daran denke ich ja nicht, nein. Ich würde daran nie denken. Mm-mm. So, jetzt bloß umgucken, dass da kein so ein Held ist. Und da ist kein... Nein. Das ist nur eine Werkbank. Okay, das ist doof. Ja, müssen wir warten, bis wir im Finale sind. Ich glaube, da ist ein... Da ist ein Verzauberungstisch. So. Ja, das jetzt Leben ist noch 5 Spieler. Ja. Muss ich doch glatt nochmal nachzählen. Das Feuer, das Feuer, das Feuer, das Feuer. Okay. Dann laufe ich mal da lang. Und wir haben nur noch einen Apfel und das sind Goldschuhe. Yes, wir sind reich. Oh ne, das ist ein Spieler. Da ist ja ein Spieler. In einer Minute beginnt das Deathmatch. So, und ja, gucken wir mal, vielleicht. Nein, der hat TNT gezündet, aber das hat mir jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Und wir haben ein Steinschwert. Ja, Boss-Spammer, ey. Boss-Spammer. Oh. Oh, Mann. Ja, ihr habt's gesehen. Boss-Spammer for the win. Und mit so ein paar kleinen Schwierigkeiten doch gut gemeistert. Naja, egal. Auf jeden Fall, ja, damit ist die erste Runde Survival Games beendet und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben. Ja, würde mich freuen und macht's gut und bis morgen, euer Pharaoh.